Willkommen hier bei Harman Kardon auf der IFA 2013. Ist ein geschlossener Bereich, deswegen ist das Video wahrscheinlich noch wichtiger als sonst, denn ihr kommt hier als normale Besucher gar nicht rein. Wir als die Pros von der Presse natürlich. Egal. Wir schauen uns hier erstmal an das K545, Nachfolger vom K550. Was hat sich verändert? Ein bisschen bessere Verarbeitungsqualität, allgemein auch der Ton natürlich wie immer optimiert. Finde ich richtig gut. Ist mittelmäßig verwindungssteif, nur dass es relativ breit ist vom Design her. Soll sich auch zusammenklappen lassen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht rausgefunden, wo und wo mir das hier präsentiert wurde. Wir wurden beide nicht schlau draus. Es soll aber für die Reise tendenziell irgendwie funktionieren. Allgemein relativ viel Metall hier dran, dementsprechend auch sehr robust. Kostet natürlich auch dementsprechend ein paar Euro mehr. Einen ausführlichen Artikel zu dem Produkt und zum anderen Highlight findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Link ist hier links, rechts, oben, unten irgendwo eingeblendet. Ich denke, wir gehen weiter zu zwei, drei netten anderen Produkten von JBL, denn die gehören auch zu Harman Kardon mit dazu. Hier haben wir den JBL Voyager. Ich denke mal, ihr kennt ja schon so ein bisschen Bluetooth-Boxen, alles in der Richtung. Was hier eigentlich ganz schick dran ist, das ist, sagen wir mal, detachable. Ihr könnt es einfach so als Box auch für unterwegs nutzen, spielt dann Musik ab und wenn ihr wieder zu Hause seid, A, zum Laden, aber auch, wie man sehen kann, zum Klang verbessern, steckt es einfach in die Dockingstation wieder hinein und dann spielt das gesamte Modul gleichzeitig mit. Finde ich ganz schick. Gucken wir uns auch gleich noch was anderes an, das JBL Spark hier unten zu sehen in, ich würde sagen, nicht gerade unauffälligen Farben. Hier blau-rot, beißt sich so ein bisschen. Man könnte es eigentlich von der Decke hängen, so als quasi Deckenlautsprecherlampe. Ich habe auch gesagt, hier noch ein paar LEDs mit rein, das wäre eine super Kombi. Wollen Sie es sogar angucken, weil das Feedback haben schon mehrere Leute gegeben. Egal, auch ein Wireless-Lautsprecher und das Kabel ist hier eigentlich auch primär noch da, um Strom natürlich reinzukriegen in das ganze System. Finde ich aber ganz nett von der Idee. Halt ein bisschen Richtung so 70er, 80er Jahres-Style von der Farbe hier. Aber das kommt ja auch gerade wieder in Mode. Also wenn ihr was richtig Peppiges für eine neue Lifestyle-Wohnung sucht, vielleicht gar nicht so doof. Kommen alle so gegen Ende des Jahres hoffentlich noch zu Weihnachten in den Markt. Und wir schauen uns jetzt noch mein absolutes Messer-Highlight im Bereich Audio an. Also kommt mal kurz mit. Ja, wie gesagt, mein absolutes Highlight im Bereich Audioprodukten auf der Messe, das ist das JBL Pulse, habe ich hier in der Hand. Und wie man schon sehen kann, es leuchtet. Ja, das ist ja eh schon das größte Highlight überhaupt. Es gibt verschiedene Modi, die ihr machen könnt. Das geht so von Lavalampe bis zum, ich sage mal, Equalizer-Modus. Kann man dann hier so durchschalten, was ihr machen wollt. Relativ sanfte Übergänge oder. Wie gesagt, ich finde das schon mal richtig cool. Ihr könnt auch verschiedene Farben einstellen. Ja, mal hier so ein bisschen zum Durchseppen oder halt einfach wechselnde Farben mit drin, verschiedene Helligkeiten, also alles Mögliche. Oder wenn ich die Lautstärke verstelle, ja, genau, mal ein bisschen leiser, wieder zum Reden. Seht ihr auch schon, ihr könnt das auch immer hier am Gerät, kriegt das auch angezeigt. Finde ich eine richtig coole Idee, wird auch demnächst dann auf den Markt kommen. Es gibt das Ganze auch noch ohne LEDs als Charge. Da könnt ihr also noch irgendwie euer Smartphone, Tablet mitladen gleichzeitig an der Box. Aber ich finde das ja eigentlich noch viel, viel cooler. Aufgeladen wird das Ganze auch hier über Micro-USB hinten. Ihr könnt auch per Klinkekabel was anschließen, aber sonst halt natürlich, wie ihr hier sehen könnt, Wireless-Übertragung. Ja, das war's auch schon von JBL-AKG auf der IFA 2013. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.